Ich möchte mal erwähnen, dass dieses Theme ein absoluter Banger ist. Okay, Leute, willkommen. Wir spielen heute etwas, was ich ganz besonders vorbereitet habe. Ich habe kein Gameplay hiervon jemals gesehen. Wir spielen ein Pokémon-Fangame und das Beste ist, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie es sein wird. Ich habe so eine random in meine YouTube-Timeline, sag ich so, auf meine YouTube-Startseite gespült. So, Top 5 Pokémon-Fangames dieses Jahr. Mal mit Namen mit Keyboard, das ist einfacher. Es wurde random meine YouTube-Startseite gespielt, so Top 10 Pokémon-Fangames 2023. Und da wurde von einem Roguelike geredet und das klang super interessant. Ich glaube, genau gesagt war sogar Roguelite, also zwischen Runs kann auch bestimmte Sachen noch freigeschaltet werden. I don't know. Auf jeden Fall soll das Ganze auch ein Prequel zu Sonne und Mond sein, aber fangen wir erstmal an. In Ultra Metropolis. Coole Font, Bro. Light Hub. Coole Haare, Bro. Da bist du ja. Ich war es leid, auf dich warten zu müssen. Du bist das neue Mitglied des Light Squads. Rekrut Nummer 800. Ich bin Commander Black. Ich bin Commander Black. Du befolgst meine Befehle und meldest mir deine Ergebnisse. Das heißt, triff mich in meinem Office. Es ist der erste Tür links am 49. Etage. Zeit ist wichtig. Komm direkt dahin. Zum Light Hub. Commander Black ist scheinbar sehr streng. Er hat eine Light Mission gemacht. Light Division ist neu. Ja, ich habe das Spiel, glaube ich, 300 Jahre vor Ultrasonne / Mond und soll so ein bisschen die Vorgeschichte erklären, aber ich weiß es nicht genau. 800, ist das mein Name? Rekrut Nummer 800. Starte ich mit irgendwas? Nein, Mission Tools. Aha. Habe ich Text Speed hochgestellt? Nee. Spitznamen, ja. Gehen wir doch mal zum 49. Floor, zur Etage. Die sind sehr stolz darauf, Rekruten zu sein. Erste Tür links wäre die hier. Commander Black, was haben wir hier? Light Squad Mission Room. Und Research Lab. Ich darf da noch nicht rein. Gehen wir einfach mal Black hinterher. Okay, lass mich dir einen kleinen Überblick über den Light Squad geben. Es wurden aggressive Ultrabestien in der Ultradimension festgestellt. Ungewöhnlich aggressive. Wir haben die Light Division erschaffen, um dieses Problem zu bewältigen. Als Light Squad Rekrut traveln wir zu verschiedenen Ultradimensionen und wir machen alles wieder so, wie es war. Hi Bela, was geht? Du hast den Preferred Mount zu. Oh. Solgaleer und Lunala, aber wir dürfen die nicht zum Kämpfen benutzen, weil sonst wir nie wieder zurückkommen können. Okay. Solgaleer oder Lunala? Ich meine, ich habe auf Twitter ein Solgaleo-GIF verwendet, also nehmen wir, denke ich, Solgaleo. Gut. Mit deinem Anzug und deinem Mount. Wie übersetzt man Mount? Reittier? Kann die Mission direkt beginnen. Treffen uns am Ende des Missionsraums für die erste Aufgabe. Hier ist eine Uhr. Und Bücher. Hier war der Missionsraum, if I remember correctly. Oh.
Hi, du musst der neue Rekrut sein. Ich bin Rekrut 789. Ich habe erst ein paar Tage vor dir angefangen. Mother Black ist nicht gut beim Erklären. Support-Pokémon, Artefakte, okay. Und alles, was man bekommt, wird zu Upgrades für den nächsten Run. Ich verstehe, Isaac-Style. Und wir dürfen mit 5 Litecoin starten. Hier kann man Healing-Upgrade, okay. Oh, gratis Supertrank und ein Beleber. Das ist sehr nett. Denk dran, 800. Ich hasse es, wenn man Zeit verschwendet. Come on, let's go. Okay, da bekommt man eine Citrobeere. Geld-Upgrade für mehr Geld. Reroll-Upgrade. Das würde ich mir direkt kaufen. Reroll, weil man gut in Isaac. Und Support-Pokémon kann einem scheinbar helfen. Okay. Das ist das Ultra-Wurmloch. Ich weiß gar nicht der deutsche Name davon. Vielleicht heißt sie aber auch nur Ultra-Wurmlöcher. Egal, damit kann man die Light-Mission starten und das Mount wurde dafür trainiert, Ultra-Bestien zu finden und wir werden automatisch dahin gegangen. Lässt einfach nur ein Ultra-Bestie finden und sie quasi besiegen. Okay. Wird ja wohl machbar sein. Jetzt haben wir einen Mission-Log. Overview. Aggressive Ultra Beasts have been... Eine Ultra Bestie besiegen. Okay. Sure. Ja, speichern wir. Ah, laut. Ultra Space. In einen Grün sind wir geflogen. Oh, Katana. Also Katagami. Wird es wohl dann Katakami geben. Oh, und ich habe einen Supertrank und Beleber bekommen. Okay, das ist der Ultra-Dschungel. Okay. Bekommen wir ein Starter-Pokémon-Paket. Okay. Oh, es gibt auch neue Pokémon. Wir hatten Venigro, Voltorb und Irrelusk. Ich mag ja die Schnecke, die ist lustig, aber ich mag keine Psycho-Pokémon. Katagami ist, Stahlpflanze, da bringt ja eigentlich nichts von irgendwas. Ich denke mal, die Schnecke ist ganz cool. Warte, ist der Sound laut, den muss ich doch leiser machen. Spitzname, ich nenne dich, Schneckfried. Ich nenne dich Haustür. Ne, ich mach die Musik noch einen Ticken leiser. Sending Pokémon Package. Ich bekomme noch ein extra Pokémon. Ja, ich denke gegen einen Katagami ist wohl hier gibt's hier nur eine richtige Antwort und die ist Hoplo. Ja, ich nenne dich, Haseralt. Und ein Support-Package bekomme ich auch noch. Ein Artefakt und ein Support-Pokémon. Mächtige Items und Special-Pokémon, die bestimmte Buffs im Battle haben. Crits heilen HP. Wenn deine Pokémon über 50% sind, können sie nicht von, Status...
Conditions getroffen werden. Aber das betrifft beide Seiten, okay. Oder drei random Herbs. Ich glaube, ich nehme dann sogar am ehesten den hier. Der Crits ist mit zu RNG basiert und das andere kann halt auch nachteilig mir gegenüber sein. Und Support-Pokémon Mauzi, 20% für Zahltag am Anfang oder Ende jeder Runde. 20% für Stringshot oder Käferbiss. Aber Itemsperre. Itemsperre, aber meine Pokémon sind immun gegen Hagel und da. Ich glaube tatsächlich, Speed senken kann am sinnvollsten sein. Der Kommunikator ist equipped mit einem Scanner. Okay, entweder Flug oder Normal-Pokémon. Wohin gehen wir? Bei Level 15. Ich hab Doppelkick, also würde ich am ehesten sogar sagen, wir gehen zu den Normal-Pokémon. Take Heart. Heilt die eigenen Status-Conditions und boostet Spezialangriff und Spezialverteidigung. Das ist mächtig. Megasauger und Wasser. Aquavelle auch. Ich würde aber sagen, wir gehen zu normal, weil wir Haseralt haben. Umlauf. Das Ding ist Fee, dagegen bringt mir Kampf nicht so viel. Andererseits beginnt mir Feuer sehr viel was. Bam, bam, ba, da, ba, da, ba, ba. Habe ich Doppelkick oder Glut mehr? Ich hätte Glut wählen sollen. Power Punch ist natürlich übel. Da gehe ich doch lieber in Haustür. Oh ja, let's go. Der setzt beides ein, das ist ja mächtig. Konfusion dürfte den meisten Schaden machen bei Stab. Das dürfte kaum Schaden machen, yep. Ich glaube, Megasauger killt, dann heile ich mich noch ein bisschen. Was sind die anderen Pokémon jetzt? Best Beast Boost für Verteidigung. Konfusion? Crit, nice. Und der Stringshot. Megasauger. Und wir haben jetzt noch den da. Ist der schon Kampf? Unlichtattacke tut auf jeden Fall etwas weh. Ja, ist schon. Okay. Ja, machen wir Megasauger. Pain Split? Ach komm schon. Konfusion, da ist er tot. Da bringen auch die Kulleraugen nix. Warte, Mondmusik ist so gut. Und jeder Gegner droppt jetzt was. Ja, man muss mit seinen HP gut klarkommen. Tränke und eine Zitrobeere. Healing Upgrade. Solgaleo und der Kommunikator. Das hier habe ich jetzt. Okay, dann gehen wir die Zitrobeere mal bitte an Haustür. Und heilen Haustür mal mit dem Trank, den ich gerade bekommen habe. Etwas auf. Oh, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Oh, TM-Raum. Low Sweep. Sind die unendlich nutzbar, die TMs hier? Nein. Das ist halt sehr gut für Hoplo.
Ja, machen wir einfach mal. Und gegen Käfer-Pokémon dürfte unser Hoplo auch ganz gut sein. Oh, das ist ein Kehrer da. Ich hab doch Hoplo vorne, oder? Los, Haseralt. Blut. Das macht keinen Damage. Und Strudelbutsch senkt meinen Spätz-Attack. Aber Stringshot und Dings ballern. Ich glaube, Glut killt trotzdem noch. Ja. Ich glaube, ich werde kurz... Andererseits, mein anderes Pokémon ist ein Psychomon. Noch ein Kehrer da? Oh Gott. Konfusion. Ballert auf jeden Fall. Bin ich schon in... Dings... Rest. Komm schon, Mabula, mach irgendwas. Fehlt die dritte Glut? Ja, nice. Das heißt, das Rest hat im Endeffekt gar nichts gebracht. Kommt noch eins? Ne, ein Ledian. Denke ich, heil mal. Drain Punch. Ein HP. Oh, let's go. Hat mein Hoplo die versteckte Fähigkeit? Nee, Blaze hat einfach nur nichts gebracht. Dann packen wir Haustüre in den Kampf. Bitte geh nochmal auf Drain. Knockoff. Meine Citrobeere wurde aber nicht genockoffed, okay. Konfusion. Schaufler. Natürlich macht jetzt aus. Der Schaufler dürfte nicht allzu viel machen. Ledian hat keine guten Stats. Das ballert aber natürlich. Macht immer auch selbst Schaden. Jetzt könnt ihr die Konfusion schon killen. Ja, let's go. Ach du Scheiße. Warum bekomme ich keine Level-Ups? Supertrank, zwei Sinelbeeren. Supertrank, was macht die? Oh, die macht nur 50% und jeweils 25. Ah. Wir machen Energy Powder hier für 25 und einen Supertrank. Was habe ich sonst noch? Nicht viel. Ich habe noch einen Beleber. Skull-Emojis. Zwirklop. Oh Junge. Haustür ist nicht gut dagegen. Warum setze ich Haustür nach vorne? Jetzt mit Herrscher-Pokémon-Musik? Thresher? Take Heart. Waffen wir erstmal Spezialangriff Verteidigung. Das Ding hat Leech Life. Konfusion. Wir sacken Dings. Haustür. Jetzt muss Hoplo carryen. Und habe ich Hoplo aber die TM gegeben. Die war komplett nutzlos im Endeffekt. Ich habe nur Glut, mit dem ich treffen kann. Oh Gott. Kann ich denselben Move ich zweimal in Folge machen. Es ist suboptimal. Ja, aber FIFA jetzt killen, ne? Er macht nur Leech Life. Wieso killt das? Das ist nicht sehr effektiv. Und ich habe kein Stab. Ja gut, das war der erste Run lief nicht gut. 7 Litecoins, damit kann ich mir noch keine Upgrades holen. Achthundert. Oh, man kann auch Free Coins absahen hier.
Weil verkackte Mission. Mein Bein. Oh Gott. Danke. Hier mit Lightcoins. Aber ist das welche Müll? Nee, schade. Ultra Stables, was bedeutet das denn? Oh, hier kann ich wechseln. Man bekommt einen Shiny Mount, wenn man Geld ausgibt. Das ist funny. Was ist der 47. Floor? Das ist das, wo wir gestartet sind. Gehen wir ja dahin, wo wir her ursprünglich waren. Da. Ich darf noch nicht ins Research Lab. Wahrscheinlich müssen wir dafür erstmal eine Mission fertig gemacht haben. Ja gut. Probieren wir es nochmal. Landen wir wieder bei einem Katagami? Scheint so. Ne, bei einem Moskito diesmal. Käferkampf, dagegen ist Flug unfassbar gut. Psycho ist eher suboptimal, oder? Sagen wir nehmen mal den Volt, den Blitz-Doggo. Ja, nennen wir dich, Blocks. So, jetzt bekommen wir noch den zweiten Starter. An sich würde ich gegen Arbor wählen, aber die anderen sind halt kacke. Ich mag die Pokémon nicht, aber typentechnisch sind sowohl Feuer als auch Fee unfassbar wichtig und sinnvoll hier. Pflanze sowieso eher mäßig, weil ich mit Elektro ja schon was gegen Wasser habe. Und Fee? Nehmen wir den dummen Affen. Ich mag ihn nicht. Ja, Grellmark sieht immer so aus, als hätte er einen Kothaufen auf dem Kopf. Also nennen wir dich Poop-Emoji. Und der Support-Package. Psycho-Attacken können Unlicht-Pokémon treffen und Psycho-Attacken sind stärker. Okay. Das ist gut, aber ich habe kein Psycho-Pokémon. Das hier bringt mir wohl am meisten. Pandia, nein, das würde mich umbringen. Zahltag oder Copycat? Ich würde Copycat sagen. Das kann sehr sinnvoll sein. Drache oder Flug? Ich würde sagen, wir nehmen Flug. Hi, hi Vero, willkommen. Was geht, was geht? Es ist Pokémon-Zeit. Schockwelle, ich weiß, wie viel Heavy Slam macht. Wahrscheinlich nicht viel. Zauberblatt. Focus Energy.
Ich spiele einfach eine 4-Personal-5-Tactica. Das Spiel muss ich auch noch spielen. Nur meine Verteidigung steigt. Das bringt mir nichts. Schockwelle. Razorwind bringt auch nicht viel, weil es 2 Runden braucht. Da kann ich noch einen Flame Charge hintersetzen. Um meinen Speed noch ein bisschen zu steigern. Ah, das war das Togetic. Was droppt das? Ein Hyperheiler und 2 Sinelbären. Wow. Das bringt nicht viel, aber ich kann mein Pokémon heilen. Kann es sehr empfehlen. Ich war mit Grant im Call, als er so das erste bisschen gespielt hat. Und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ein bisschen weird, aber ich werde es noch selbst spielen. Ich bin auch recht schnell wieder rausgekommen, weil ich nicht gespoilert werden will, für wenn ich selbst spiele. Gegen Pflanze habe ich was, deswegen gehen wir mal dahin. Was hat Blocks eigentlich für Coverage? Flame Charge, ja. Gegen Pflanze-Pokémon sind wir, denke ich, bestens aufgestellt. Amogus! Da fand ich auch wieder, aber inzwischen ist es echt nice. Okay. Und mit Einäschern habe ich eine recht gute Attacke. Amogus kann Grillmark zum Glück nicht viel abhaben. Entwicklung von Amogus. Fungus. Amogus. Black Sludge hat der. Vielleicht kann ich ein Item klauen, wäre das ja sinnvoll. Noch ein Amogus. Werden wir einfach einäschern, das passt schon. Giftpuder. Ich habe einen Hyperheiler. Puppycat, das bringt nichts auf. Ich wünschte, ich würde Pokébälle bekommen, damit ich mein Team vergrößern kann. Jetzt, Ist das Kotomie oder Kotonie? Das eine war die Vorentwicklung, das andere die Weiterentwicklung. Aber ja, auch Two-Shot und wir outspeeden, also passt schon. Giftpuder vergiftet ja nicht schwer. Müsste Cortoni sein. Supertrank, perfekt. Und eine Zitrobeere. Machen wir erstmal das hier. 25%, okay. Und das da. Na, ich hab beide. Ich wollte nicht beide ein. Mies. Geben wir Blocks die Zitrobeere. Blocks ist, glaube ich, mehr tanky. Pflanze oder Käfer? Mit dem Namen der neuen Gens echt nicht so gut. Ich auch nicht immer. Ruby-Mode wie, oder? Wir waren gerade schon bei Pflanze. Gehen wir jetzt zu Käfer. Ist das ein weibliches Vadribi? Jo, und das ist ein männliches, oder? Ich sehe das Zwischending da nicht. Doch, das ist weiblich. Käferbiss. Die Sinelbeere habe ich dem anderen gegeben, oder? Zum Glück. Ja, Cutter. Aua, das ballert. Ein Wommel. Bleib einmal drin. Ich resiste ja Fee und Käfer. Badabba. Bibor. Ich muss auswechseln. Oder ich hätte sacken können. Das ist eine Bodenattacke. Das ist etwas sehr übel, aber ich habe zum Glück die Zitrobeere drauf. Flame Charge? Vielleicht bin ich dann schneller? Bin ich schneller? Ja, okay, let's go. Puh, das war close. Full Heal, Zitrobeere und Full. Wow. Und jetzt kommt der Boss. Wie soll ich den so schaffen? Ich heil Blocks mal und probiere dann mit. Kann, Schockwelle. Nein, das kann nicht verdingsen.
Aber er, Bloxy hat die meiste Coverage, das heißt, ich würde tatsächlich ihn an erste Stelle packen. Links oder rechter Boss? Nehmen wir den linken. Zwirklopp schon wieder. Ist der einfach fest? Ist hier immer Zwirklopp? Machen wir Gewissheit. Ich darf nicht zwei Attacken in Folge einsetzen. Okay. Flame Charge. Falls ich überlebe, habe ich einen Speed Boost. Substitute. Okay. Damit breche ich den aber, oder? Ja. Okay. Ich bin schneller. Die Frage ist, was killt. Ich kann ja nicht nochmal... Doch, ich kann nochmal. Ich dachte, ich bin getormentet. Egal. Der Mini-Boss ging auf jeden Fall besser als letztes Mal. Was gibt's jetzt? Citrobeere, okay. Zwei Sinelbeeren und ein Beleber. Gehen wir nochmal links. TM Geduld. Das war nicht Geduld, sondern Ausdauer. Puh. Muss dringend heilen. Kampf oder Drache? Ich bin gegen beides nicht gut aufgestellt. Du hast nichts gegen Kampf oder Drache und du hast auch nichts gegen Kampf oder Drache. Machen wir einfach Kampf. Rabaut. Rabaut kann nichts. Das Ding ist zum Glück arschschwach. Das sind halt wieder drei Pokémon. Machen wir einen Flame Charge, damit ich danach schneller... Toxic Orb, oh Gott. Ja, das war der Run hier, denke ich. Das war definitiv der Run hier. Tempo Heap? Ich das Rabaut dürfte ich noch besiegen können. Ja. Aber als nächstes Makuhita. Das Ding hat doch auch, der ist die Fähigkeit. Adrenalin. Ja, das war's. 10 Coins habe ich diesmal bekommen. Wie viele Coins habe ich jetzt? Geht hier nicht. 18 Stück. Ich glaube, ich brauche 30 für die Upgrades. Die Roguelike-Erfahrung. Als ich Enter the Gungeon das erste Mal gespielt habe, sah es bei mir genauso aus. Einfach immer wieder gefailed. Damit meinen Coins was Neues geholt. Könnt ihr mir noch hier ein paar Münzen geben? Bitte gib mir Münzen. Okay. Ich hab grad den Namen vergessen. Von, genau, Venikro scheint das populärste Starter-Pokémon sein. Ich werde mal Venikro probieren. Wir haben die, ich habe die anderen zwei ja schon benutzt. Weil neue Pokémon und so. Hab bisher noch nicht so viele Roguelike gespielt. Ich habe auch nicht so viele gespielt. Ich habe Isaac, Enter the Gungeon und Dead Cells gespielt. Das ist so mein Roguelike-Katalog. Reroll-Upgrade klingt halt so gut. Andererseits Money-Upgrade. Je mehr Pokémon besiegt, desto mehr Coins bekommt man. Ich hätte mit Roguelike nicht mal was anfangen.
Roguelikes sind Spiele, wo du immer wieder vom Start zurückkehrst. Also, wenn du stirbst, dann gehst du wieder ganz zum Anfang zurück. Aber das hier ist in dem Fall ein Roguelite. Das sind quasi Roguelikes, wo du aber zwischen den Runs noch Dinge bekommst oder neue Items freischalten kannst, die dir dann helfen für den nächsten Run. Das ist doch bestimmt mal Binding of Isaac oder so gesehen. Katagami schon wieder, okay. Hey. Okay, probieren wir es mal mit Venigro diesmal. Das war ein Spitznamen, Leute. Zwischen den Begriffen kannte ich auch vorher noch nicht wieder was gelernt, nice. Bei dem Spiel wurde, glaube ich, explizit dazu geschrieben, dass es ein Light ist, aber ich mache da eigentlich keinen Unterschied. Nenn dich Ostern. Wir haben keine Ostern. Frohe Weihnachten, Nacht. Ich nenne dich Spinny, weil er sich so... im Sonne- und Mond-Anime dreht er sich gerne. Was haben wir sonst? Fukano? Kerada oder Hefel? Ich bin kein großer Gen 1-Fan, aber meine Güte, klingt Fukano nach der verlockendsten und besten Option. Vor allem, wenn man denkt, wer der Finalboss ist. Ja, wir nennen dich Wuff. Nein, das ist doof. Kano. Du bist ein Nanobot. Jetzt bekommen wir noch den Buff. 20% Chance für Metronom am Ende jeder Runde. 3 random Bären bekommen und eine an dem Anfang jeder Stage. 50% Chance für Sweet Sand. Und wir können Dick beibringen, also Schaufler. Und 10% Fork für Geoflissur. Also entweder sind funny und gehen auf Metronom oder wir sind funny und gehen auf Geoflissur. Ha. Was ist lustiger? Die Geoflissur wäre schon Hype. Aber Metronom könnte auch Geoflissur packen und dann wäre das Hype. Ich sag's ganz ehrlich, Metronom ist immer die beste Wahl. Und hier haben wir 50% Burn-Chance, auf wenn der Gegner ein Pokémon von mir besiegt. Normal-Attacken machen mehr Damage oder... Wenn ein Pokémon ist targeted by healing or draining move, badly poisons the user. Das klingt alles nicht sonderlich gut, aber ich denke, Normalattacken verstärken kann nie schaden. Ich weiß halt nicht, wie viele draining moves oder heil moves kommen. Deswegen nehme ich ja das hier, das denke ich allgemein besser. Weil Metronom könnte alles. Metronom ist ein normal move. Was haben wir? Pflücker? Acid, Twin Needle und Spike Cannon. Wir haben hier sogar einen normalen Move. Es hat Nanobot drauf, Flammenrad und Biss. Ja, ich denke, das ist ganz solide. Unlicht oder Flug? Und der Bedroher? Ja. Dann würde ich sagen, leaden wir mit Fukano gegen Flug? Natu! Pog! Ich liebe Natu. Natu ist super. 4 Pokémon? Heilige Scheiße. Biss. Wer schneller? Ja. Gott, ist Sonne- und Mondmusik gut. Ich liebe das Battle-Theme. Noch ein Natu. Mimic. Macht jetzt auch Biss? Scheinbar. Biss. Norm. Kein Flinch? Danke.
Komm schon, das Metronom war ein bisschen zu spät. Oh, Biss. Spezialangriff steigt. Bin ich paralysiert und gedingst, aber Fukano ballert natürlich durch. Komm, wir risken's nochmal. Schade. Ein Switch kann ich mir nicht erlauben bei dem hier. Also machen wir Twin Needle? War wohl scheinbar eine schlechte Idee. Na, killt. Und Beast Boost steigt den Angriff, okay. Jetzt die Frage, gehen wir für Acid Pflücker oder Spike Cannon? Ich glaube, Spike Cannon hat das höchste Damage-Potenzial. Ja, das war der beste Run bisher, würde ich sagen. Fünf Litecoins. Das sind definitiv Litecoins. Warum geben die eigentlich einem nur ein Pokémon? Und warum werde ich immer... Ach nee, ich bin richtig. Nevermind. Ich wüsste nicht, wie ich da besser hätte spielen sollen. Wahrscheinlich hätte ich zwischendurch einfach mit meinem Supertrank, den ich am Anfang bekomme, heilen sollen. Ahoi, Hallöchen, Sora X13, willkommen. Irgendwann werde ich das hier schon schaffen. Zumindest in diesem Stream. Jetzt sind wir wieder bei Mosquito. Für Sora X13. Ich weiß doch auch nicht. Selbst der Nightbot ist verwirrt. True. Wir nehmen nochmal Venikro, der Run eben zählt nicht. Warum ist der Sound so viel lauter als alles andere? Ich meine, ich einfach nur Kro. Wenn dann Sora unterstrich X13, der ist immer verwirrt. Okay, true. Wir haben hier sogar Gen 9 Pokémon. Naja gut, hätte ich eigentlich merken sollen bei Hefel. Was ist das für eine Auswahl? Vorentwicklung von Vampitz, ich weiß den deutschen Namen gerade nicht. Meltan und Dings. Meltan vielleicht, weil Stahl viel resistet? Ich nehme auf jeden Fall kein fucking Vadri. Ich habe keinen Spitznamen gegeben. Kann ich den noch ändern? Na, ja, du bist jetzt Meltan, Pech gehabt. Spätzetech steigerndes Wesen und du hast eine Spätzetech und eine reguläre, okay. Crot dieselben Moves wie letztes Mal? Yep. Müsste Blip sein. Stimmt, Blip. Wenn du an Blip muss ich immer den englischen Namen von Zenzek denken, der einfach Blipbug ist. Das finde ich funny. Die erste Status Condition wird immer geheilt, okay. Ich denke, wir nehmen das. Dann, Dark-Type Status Moves turn into Parting Shot. Das ist wild. Ein random Geschenk und Pickup und am Beginn jeder State. 30% um Geschenk zu nutzen. Das kann der Gegner entweder heilen oder Schaden machen. Das klingt funny, wir nehmen Botogel. Und ein Feuer. Wir hatten Fukano letzte Runde. Das ist so unfair. Akani hätte gesweept. Keine Ahnung. Wir gehen am besten zu Gift, weil Gift resistet beides von mir. Pionskora. Das ist ein cooles Pokémon. Ich mag Pionskora. Bam, bam, bam. Pflücker ist sehr effektiv drauf. Wirbelwind. Okay. Dann halt Meltan. Die
Schenk. Oh, es macht Schaden. Let's go. Botogel Sweep. Der Botogel Sweep ist real. Donnerstock oder Magnetbombe? Kopfnuss ist die Antwort. Toxic Spikes. Toxic Spikes Wirbelwind ist hier die Strat. Keine meiner Pokémon können vergiftet werden. Das bringt nichts. Du bist doch schwach gegen Magnetbombe, oder? Lumispross. Ja, und das Ding hat keine Verteidigung. Und wir haben noch ein Algit. Donnerschock ist sehr effektiv dagegen. Ich vergesse mal das Stahl nicht. Bitte heil ihn nicht. Oh, es hat gemisst. Traurig. Ja, gut. Heil ihn nicht. Danke. Der Botogel Sweep ist real. Dafür bekommen wir wieder ein paar Sachen. Ui. Citrobeere und Citrobeere. Kann ich beiden Pokémon mal jeweils eine geben. Dann nutze ich den Supertrank, um Meltan zu heilen. Fragezeichen oder Fragezeichen? Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Ich habe immer eine TM bisher gefunden bei den Fragezeichen. Zwack 1 und 1. Wild. 1 und 1 einfach am Sweepen bei dir. Links oder rechts? Wie politisch sind wir heute? Leider Nazi, würde ich sagen. Vending Machine Room. Limonade, bitte. Oh, ich habe kein Geld. Wasser oder Fragezeichen? Ich nehme Fragezeichen. Sonderbonbon. Setzen wir ein, oder nicht? Guck mal, wir bekommen ja keine EP, oder? Nö. Ich würde sagen, wir machen Sonderbonbon auf, Venigro? Und jetzt sind wir beim Boss. Ein Zenlong? Ich kann versuchen, das mit Twin Needle zu vergiften. Oder mit Acid macht Spetsdef runter. Dann machen wir das. Wenn der Venigro tot ist, switchen wir den anderen rein. Der normal Attacken resistet und Drache auch. Können dem seine Stats gar nicht sinken? Fliegen. Okay. Berserk, Spezialangriff steigt, Twister, okay. Ich hab die Citrobeere, die bringt aber, glaube ich, gar nichts. Und das Botogel ist geflincht, wirklich. Jetzt habe ich die Spetsdef-Drop bekommen. Ich habe jetzt häufiger ein paar Ausfälle, sollte der Anbieter wechseln, ist aber gerade schwierig, da Deutschland auf Kupfer gesetzt hat, weil sich das Internet ja nicht durchsetzt wieder, obwohl Fernsehen auch über Lichtwellen funktioniert. Deutschland, meine Damen und Herren. Endeavor, wirklich? Ah, Gott. Notsituation. Warum greife ich jetzt physisch an, wenn ich den Spetsdef gesenkt habe? Egal, das killt. Da ist der Mini-Boss down. 4 Drops. Beleber, nett. Citrobeere, Supertrank und Beleber. Nice. Läuft ja richtig gut. Das ist der Run, Leute. Die macht auch 50% Heilung, okay. Dann heilen wir kurz beide und geben denen dann auch beiden eine... Oder ein. Ich würde sagen, wir geben Venigro die Citrusbeere. Citrubeere. Kann ich zurückgehen? Oh, schade. Leider roguelike. Gehen wir nochmal nach rechts. Jetzt nochmal so eine Vending Machine. Gambling? Oh Gott, ich kann dieses Spiel nicht. Okay, 0-0, das heißt, die beiden sind sicher. Die hier
Auch. Open Memo, was macht das? Your coin to your prize. Wir sind auch null in der Reihe. Ja, das war's. Nie mehr DSL. Dann haben wir Coins bekommen. Erfolgreich gegambelt. Wir haben 0 hier in der Reihe. Und hier ganz oben. Ich habe das damals als Kid in Hardcore Soul Silver nie gecheckt, wie das hier funktioniert. Hier sind 4. Das heißt, die 4 hier sind alle voll. Da hier 1 ist, muss das der da oben sein. Das heißt, hier unten sind safe. Mein Problem kann ich leider auch nur singen. Leider. Hier sind zwei. Ich weiß nicht, was noch safe ist hier. Das ist das Problem. Das bin ich mir auch nicht verstanden. Die sagen dir, das ist in der Reihe, wie viel Coins sind. Also, guck mal hier unten das Elektroball bei Rot. Ich kann meinen Mauszeiger vielleicht mal anmachen. Hier das hier. Hier sagt 0. Das heißt, in der Reihe hier sind 0 Voltoball. Hier oben auch. Deswegen konnte ich das hier alles als safe machen. Genauso wie die Reihe hier. Da sind auch 0. Hier sind 4. Das heißt, alle 4 von den Dingern hier, da sind Elektrobälle. Und so weiter halt. Und hier sind halt bei den restlichen Reisen halt überall noch 2. Und da weiß ich halt nicht, wo die sind. Ich würde halt vermuten, dass der hier unten safe ist, weil in der Reihe hier müssen. Andererseits. Die können halt hier sonst überall sein. IMO. Hm, 2 und 1. Hier sind halt 2 und einer von uns oben. Das heißt, entweder der hier oder der hier sind safe. Ich würde behaupten, dass der hier safe. Nein, ist es nicht. Ja, schade. It exploded. Aber ich habe ein bisschen Geld bekommen. Weil ich das erste Level geschafft habe. Das ist jetzt eine doofe Situation. War auch Luck Guess. Ja, war es. Was kann Melter nochmal alles? Ich glaube, wir sollten definitiv eher auf Pflanze gehen, weil wir beide Pflanze resisten. Was haben wir hier? Ein Chimpep. Ja, das spamme ich einfach. Ich weiß gerade nicht, welcher Move Acid auf Deutsch ist. Acid. Säure. Acid Spray war, glaube ich, das, was garantiert Dings senkt. Ich mach mal Twin Needle. Für die Vergiftungschance. Ein bisschen Heilung von dem Grasterrain. Ich habe ja auch Pflücker. Einfach mein ganzes Moveset ist gut gegen Pflanzemons. Beast Boost steigert jetzt mein Special Attack. Alles klar. Knapfel! Ich liebe Knapfel. Grassy Seed Defensive. Okay, dann greife ich halt speziell an. Das Ding hat Grasrutsche. Das ist definitiv eine Attacke. Pflanze pflücken. Omega 0. Jetzt bin ich auf plus 2. Bestien Boost ist eine sehr gute Fähigkeit. Und noch ein Knapfel. Macht das jetzt auch Grasrutsche ein? Knapfel ist Peak Design. Es ist so Peak, dass sie ihm gleich 70 Entwicklungen gegeben haben. Und alle davon sind gut. Ich hab da. Knapfel war, glaube ich, das erste Pokémon, was ich mit der. Mit dem Breeden geshiny hunted habe. Ich habe mein Shiny Drapfel immer noch. Shop? Das ist, glaube ich, ein Shop. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Da waren wir noch nie. Eject Button. Choice Band und TMs. Erdkräfte, die kann ich mir mal nicht leisten. Ein paar Tränke. Shell Bell ist halt gut. Und der Quick Law. Das kann ich verkaufen? Hm.
Bright Powder ist halt eklig. Ich glaube, davon kaufe ich eins und den Rest spare ich. Bin auch ein sehr großer Fan von Schlapfel, Sirapfel und Hydrapfel. Gute Pokémon. Weiß nicht mal, warum ich mich damals für Drapfel entschieden habe. Oh schön, das geht zum Boss. Er sollte ich vielleicht nicht sparen. Andererseits, was soll schon schief gehen? Gib mir zwei Tränke mit, danke. War es Mosquito oder, Katagami, es war Mosquito. Dagegen habe ich Pflücker, also dürfte ich recht gut im Rennen sein. Siehst du, dass die Ultra-Bestie? Die sind sehr stark. Let's go. Da haben wir nur Mosquito. Ultra-Aura erhöht die Verteidigung. Pflücker. Vierfach Schwäche ballert aber. Kometenhieb. Crit. Crit. Komm schon. Ich habe meinen Bärer. Das ist sehr gut. Five times. Hat der irgendwie Loaded Dice oder so ausgerüstet? Und Strudelboot. Ja, okay, der ist tot. Das hängt nur den Spezialangriff. Ich habe die erste Mission geschafft, Leute. Nach einer Stunde. Es gibt ein bisschen Kohle. Hat ja nur drei Versuche gedauert. Es waren vier. Jetzt sind alle unsere Pokémon wieder weg. Zwölf Lightcoins. Damit können wir unser erstes Upgrade kaufen. Was ist los, 800? Hat mich auch mehrere Versuche gebraucht. War die erste Mission. Ich glaube, jetzt sind wir zum Commander. Okay. Mission kompliziert. Das hat zu lang gedauert. SMH, my head. Ich hatte kein Training, okay? Ich wurde nicht hierfür ausgebildet. What was designed for natural toddlers? Oh Gott. Und ich hatte damit Probleme. Ultra Tiefsee. Man bekommt mehr Lightcoins, wenn man Dinge da vom Lab macht. Gehen wir mal ins Lab. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ein 1% Chance auf Rare Candy im Blutsack. Missions failed 1. Egal, habe ich auf jeden Fall komplettiert. Dispatch 2 UBs in one mission. 2 Ultra-Bestien. Einen Durchlauf besiegen. Okay, also was willst du? Der hat ein Ausrufezeichen auf dem Kopf. Habe ich doch gemacht. Ich glaube, ich mochte Venigro am meisten. 10 Litecoins, nice. Ja, habe ich gesehen. Habe ich doch. Oh, ich muss noch eine machen. Ach, da mehr Ultra Jungle Battle Rooms. Okay. Das heißt, dann muss ich nochmal das erste Ding machen. Was kaufen wir uns jetzt? Reroll Upgrade. Wir machen das Geld-Upgrade. Ich glaube, Geld bringt halt definitiv was, wegen Reroll einfach nur RNG ist.
Ja, okay, nehmen wir Rerolls. Ich bin Isaac-Spieler, ich liebe Rerolls. Oh, ich komme schon wieder in Ultra Jungle. Ich dachte, wir wären jetzt immer noch. Ich müsste jetzt zum Deep Sea gehen. Das ist einfach random, wo man rauskommt jetzt und ich habe nur die Chance, noch was anderes zu machen. Egal, ich habe hier sowieso ein paar Missionen noch. Mit einem Mosquito. Nice. Gegen Mosquito ist immer Venico die richtige Wahl. Wegen Pflücker. Du bist toxic. Haben wir hier, kann ich hier rerollen? Bisasam, Lombrero oder Macholo? Oh, Bisasam oder Lombrero, was nehmen wir? Wasserpflanze oder Pflanzegift? Ich glaube, Bisasam hat die ekligeren Status-Moves. Schon Bisasam, meinst du? Okay. Du bist, Krötus. Nato, 25%, Chance zu eine schwache Version von Future Sight, also sehr. Metronom. Oder Explosion. Wir nehmen Metronom. Es gibt nichts Lustigeres als Metronom. Wenn man gecrittet wird, Spikes oder Stealth Rocks oder Toxic Spikes. Das ist sehr gut. Crit Rate erhöht, aber Crit Rates machen insgesamt weniger Damage. Oh, nehmen wir das Geld oder die Crit Rate mit? Ich glaube, ich bin schon geldgeil. Normal oder Geist ist das? Was kann Krötus? Ja, mit so einem Moveset habe ich gerechnet. Oh, wohin gehen wir jetzt, ist die Frage. Ich würde sogar sagen Geist. Driftlorn, ich liebe Driftlorn. Dieser Samen kann ja nicht viel machen. Aber Egelsamen ist schon eklig. Glücker. Ein Sternschauer. Und Burn vom Toxic. Hat das die Fähigkeit, dass wenn es brennt, es schneller ist? Das würde erstaunlich viel Sinn für das Heißluftballon-Pokémon machen. Wie viel macht Acid im Vergleich? Was hab ich denn Flame Orb? Toll. Warum hat Pflücker jetzt so wenig gemacht? Dann ist mir eingefallen, wie Verbrennung funktioniert. Ich lass Toxic sterben, damit der Burn geheilt ist. Aber ich glaube, das war's. Ich hätte mit dieser Samen nicht hier hingehen sollen. Wieso geht der Leech Seed jetzt daneben? Conversion. But it failed. Ja, danke. Wieder Flame Orb. Oh Gott. Egal, den Schaden heile ich gegen mit, Dings. Leech Seed.
Egelsamen. Driftlord hat einen sehr hohen HP-Stat, das heißt, ich dürfte gut heilen. Clear Smog? Na toll. Ich nehme Metronom, weil es funny ist und nicht... Warum hat das nicht gleich Psi-Strahl gedrückt? Ich bin verwirrt. 5 Litecoins. Ich kann wohl sagen, man echt schnell grind, wenn man einfach nur direkt verliert. Dann wohl noch ein Versuch. Das war definitiv ein Versuch, ja. Also entweder schaffe ich es mit mir den Nikro zum Final Boss oder ich verkacke am ersten Kampf. Das war bisher die Average wie Nikro-Erfahrung. Ich glaube, ich nehme nächstes Mal lieber ein Artefakt am Anfang, was mir direkt was bringt, statt eins, wodurch ich erst später was bekomme. Also nicht mehr das Geld direkt am Anfang nehmen, auch wenn ich sehr geldgeil bin. Hey, Mosquito ist zurück. Katagami, es existiert nicht mehr. Supertrank und Beleber von dem Health Pack. Probieren wir mal wieder ein anderes Pokémon. Wobei gegen Mosquito ist eigentlich das hier immer die richtige Wahl. Auf mein PC. Du bist jetzt du bist jetzt ein Macher, das heißt, du darfst nicht im ersten Kampf sterben. Kirlia oder Vulpix? Ich glaube, ich nehme Kirlia. Für die Fee-Coverage halt wir auf Drachen-Pokémon treffen. Das ist das recht free. Ich habe einfach beschrieben, was Kirlia macht. Wow, das ist definitiv einer der Spitznamen aller Zeiten. Hypnose. Und man bekommt bei den stärksten Move. Thief und da. Ich muss erstmal gucken, was für Attacken wir haben. Macher könnte, denke ich, Thief lernen. Das wäre, denke ich, sehr sinnvoll. Du hast schon Hypnose. Das heißt, das mit der Hypnose brauche ich nicht. Draining Kiss ist unfassbar gut. Was haben wir hier? Last Resort. Wenn das letzte nicht besiegte Pokémon in der Party ausgesendet wird, bekommt es alle Stats geboostet. Und cooler Bot, den bannen wir mal. Cool. Third Eye Win. Your Psychic Type Pokémon can hit Dark Type Pokémon. Oh. Ne, das will ich nicht, damit ich halt, damit meine Beleber zumindest als Heil-Items funktionieren. Nehmen wir das dritte Auge oder Last Resort? Das ist beides unfassbar mächtig. Ich glaube eher Last Resort tatsächlich. Also letztlich fast so aktiv wie auf Twitter. Yeah. Nehmen wir doch das hier, damit wir direkt ein paar Beeren bekommen. Manchmal die Evasion gedroppt wird. Wenn wir vom Thema Dark-Type-Pokémon sprechen. Ich glaube, wir gehen sogar dahin. Draining Kiss dürfte dagegen recht gut ankommen. Und ich habe Beeren bekommen. Schlaf. Crit Ratio. Ratio! Du da. Ja, ich denke, mit Dancer-Leben ist fein. Wir können immer noch auf Venikro umswitchen, wenn, was Ekliges kommt. Psychic Type, dass Psycho-Attacken treffen könnten, wäre jetzt in dem Fall sinnvoll, weil wir Hypnose dann landen könnten. Aber ich denke, mit Draining Kiss gegen Heilen passt auch. Actually ist Evasion senken sehr gut für Hypnose.
Zubiris. Da ist auch Fee eine der wenigen Sachen, die drauf sehr effektiv sind. Nice. Spätze Attack, aber YOLO. Danke. Das war clean. Hier waren nur zwei Pokémon. Zwei Sinelbeeren und zwei Sinelbeeren. Gib mir Fragezeichen, ich will keine Pokémon mehr besiegen. Lernt Kirlia irgendwas auf Level 16? Mal gucken. Kirlia, nein, erst auf 18. Aber ich glaube, ich gebe das Sonderbonbon mal an meinen Ultra-Best hier, an Macher. Weiß nämlich nicht mehr, wie sich Macher entwickelt. Noch ein Fragezeichen. Slowpoke Room. Disarming Voice, Doppelteam. Das kann Macher lernen. Drachenpuls oder Sludge. Das sind beides sehr gut. Ich hätte das Sonderbonbon nicht verwenden sollen. Veniko entwickelt sich Level Up, wenn man Drachenpuls hat. Oh, das ist eklig. Ich bringe trotzdem Drachenpuls bei, zur Sicherheit, falls wir noch ein Sonderbonbon finden. Statt Spike Cannon. Jetzt wird Fleckmon vergessen, was es getan hat. Jetzt sind wir beim ersten Boss. Okay. Ist es wieder Zwirklopp? Ne, es ist wieder Zenlong. Ja, da bleibe ich mit Kirlia vorne. Hypnose. Und Draining Kiss. Konfusion. Den zweiten Draining Kiss droppe ich erst, wenn der mich vielleicht einmal angegriffen haben könnte. Exakt deshalb. Weil ich jetzt mich heilen kann damit. Und AP spare. Draining Kiss ist nämlich, wobei auch Psycho ist gut gegen Mosquito. 800. Nice. Das ist die AP-Heilbeere, glaube ich. Hypertrank und ein Beleber. Nett. Sonderbonbon? Demon Fountain Room. Was zur Hölle? Das klingt sehr wild. Okay. Kampf oder Gift? Ja, ich würde eher sagen Gift. Was ist das? Ach, ein Skunkapo. Reden wir mit Macher gegen Skunkapo. Dagegen kann Kirlia nicht viel ausrichten. Kirlia ist schnell und hat einen guten Special Attack, aber das bringt auch nichts, wenn ich mit Psycho-Attacken keinen Stunky treffen kann. Needle. Warum sollte ich jemals dafür gehen, statt auf Drachenpuls? Ich weiß es auch nicht. Fucking Skunkapo mit Drachenpuls, mit Flammenwurf. Ich setz Drachenpuls ein. Aber Beast Boost ballert mein Spätzle-Tech hoch. Flücker oder Drachenpuls ist mehr schade, ist die Frage. Probier's mal mit Drachenpuls zuerst. Weil Spitz-Attack.
Jetzt kommt mir mal, ob Pflücker killen würde. Yep. East Boost ballert nochmal den Special Attack hoch. Und jetzt haben wir ein Salanga? Nein, das ist ein Molunk. Das war der Name. Und auf plus 3 Ich war noch auf plus 2, aber es ballert auf jeden Fall. Was haben wir hier? Super Trank. Nett. Sinebeeren. Und ein Trank. Shop oder Item? Wie viel Geld habe ich? 1,5k. Da gehe ich lieber zum random Ding, falls es mein Macher noch entwickeln kann. Es ist nur wieder Phlegmon. Toll. Kann ich mache auch wieder Sludge geben. Mosquito dürfte an sich kein Problem sein mit dem, was wir haben. Mit Macher und Dancer. Einfach ein paar Mal Pflücker spammen, dann wird das schon. Strutschelbutsch bringt nichts, wenn ich physisch angreife. Wie oft denn noch? Kometenhieb ist definitiv eine Attacke, die öfter als zweimal treffen kann. Das Knospiel regelt mit dem Zeug da. Fetzetex senkt. Ja, mir egal. Drachenpuls. Aber ist das echt mit dem Bot so schlimm geworden auf Twitch? Ich habe lange nicht mehr gestreamt. Party gained 10 Levels. Charm. Charm ist sehr gut, aber was packe ich weg? Twin Needle ist halt recht schwach. Ziehstrahl statt Konfusion, bitte. Life Dew, was ist das? Ah, Lebenstropfen. Warum entwickelt sich mein Vinicro jetzt nicht? Fully healed. Ach so, Ultra Deep Sea ist jetzt die zweite Stage hier. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Das ist quasi die zweite Ebene. Die war Isaac der die Höhlen? Fragezeichen. Wir haben eine Beere bekommen. Und wir bekommen wieder Packages. Okay. Was ist mein jetziges? Was könnte ich denn stattdessen haben? If your Pokémon is hit by a move influenced by Stab, your Pokémon's third type becomes the type of that move used. Okay. Fake Out? Ich denke, Kangama ist so viel besser. Beide können Fake Out lernen. Bring ich's Macher bei? Eigentlich der Charm. Rerollen wir die oder behalten wir die? Weil ich finde, Mudbray ist ein unfassbar gutes Pokémon. Und erstmal, was es für Relics gibt. Citrullus Feather. Your Pokémon are cured from confusion before they attack. Das ist mächtig. Ja, wir nehmen das hier. Ansonsten, rerollen oder behalten wir das? Dieses Pokémon hat mich schon aus so vielen Situationen rausgeholt. Es ist insane.
Ich kann nicht Nein zu Pampuli sagen. Willkommen im Team Pferd. Ja, Pferd carried. Ich sag's euch, Pferd macht das. Gehen wir zum Shop. Ich glaube, ich hätte lieber kämpfen sollen, weil ich kein Geld habe. Raking Swipe ist sehr gut. Amulet Coin. Auch gut. Black Sludge kaufe ich auf jeden Fall für Venikro. Eisattacken, einen Gem könnte ich kaufen. Und ich nehme mal einen Full Heal mit. Weil den hier gebe ich definitiv auf Venikro. Unlicht oder Psycho? Ich denke, ich gehe nicht Unlicht mit den Pokémon, die ich habe. Wobei Dancer halt ganz gut dafür wäre. Ich denke, wir machen mal... Psycho ist halt echt der Unlicht. Psycho wäre... Ich wollte noch nicht zu Magnaien gehen. Fake Out. Na toll, der geht jetzt schon für Fake Out. Oh, wir beide gehen auf Fake Out. Nice. Machen wir Sludge. Das hat durch das durch Stab stärker als Drachenpuls. Gift resistet doch Fee, oder? Ja. Und das heilt uns jetzt. Also Sludge dürfte jetzt killen, oder? Und ich bekomme den Spätz Attack Drop. Krokorok. Überlebe ich eine Bodenattacke? Ich denke schon. Und dann nur zur Drachenklaue. Das geht natürlich auch. Dann bekomme ich wieder meinen Spätz-Attack-Buff. Und ein Scrafty kommt rein. Alle drei haben Intimidate, das ist funny. Machen wir einfach das hier. Wutanfall, okay. Wutanfall bedeutet, ich habe einen Free Switch zu Dancer. Wodurch ich auch intimidaten kann. Er ist jetzt verwirrt und ich kann durch Draining Kiss killen. Weil vierfach Schwäche. Und ich bekomme 500 Euro. Nett. Supertrank, Citrobeere und zwei Tränke. Dann geben wir doch mal einen Supertrank an Venikro. Von mir aus auch einen normalen Trank. Wo habe ich die denn? Ich dachte, ich habe ein paar normale Tränke, ja. Citrobeere gebe ich, denke ich, Pferd oder Kirlia? Ich glaube eher Pferd. Gib mir einen Sonderbonbon, ich bitte dich. Auch nur wieder der hier. Ich habe doch gerade geheilt. Bosskampf. Moruda, Bruder. Da geht's halt Pferd nicht gut. Ich kann keine Items nutzen, alles klar. Fake Out bringt nichts, weil es ein Geist-Pokémon ist. Sludge sehr effektiv. Ne, Geist resistet, glaube ich, Gift. Pyroball, alles klar. Macht Pflücker mehr? Vielleicht? Ja, nice. Das war einer der Bosse aller Zeiten. Hyper Potion? Hyper Potion?
Dinelbeeren und ein Top-Beleber. Mining-Raum. Oh, das ist wie Diamond and Pearl. Wie wähle ich den Hammer aus? Nein, X. Mit X, okay. Und ist was? Ein Indigo-Stück oder so? Sollen hier noch zwei Sachen sein? Hier? Ja, noch ein Gem. Fighting Gem, Red Shard, Grass Gem. Dann habe ich hier noch was. Zwei Items nur. Top-Beleber. Das ist gut. Wo denn? Hier? Hier? Ah ja, hier. Das ist, glaube ich, eine Herzschub oder so gewesen. Egal, den Top-Beleber nehme ich. Der ist sehr gut. Wasser oder Pflanze? Ich meine... Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Was ist noch Hyperdrang? 75%. Ja, gib her. Pflanze und dann einfach Sludge-Spam. Elfun! Das ist doch das ideale Opfer für Sludge. Ich mag Elfun, das ist ein super Pokémon. Und der Fake-Out kommt sogar. Den vergesse ich immer. Glaube ich hätte Fake-Out lieber... Ach, egal. Sonflora. Klatsch. Ich bin auf plus 1. Das killt locker, ja. Beast Boost. Und ein Kinoso. Pollenknödel bringt dir auch nicht viel, wenn ich, Welche Attacke ist eigentlich Sludge auf Deutsch? Säure ist es ja nicht. Sludge. Schlammbad. Es gibt... Die ganzen Giftattacken kann ich mir... absolut nie merken, welche jetzt wie heißt. Citrobeere und Beleber. Gib mir das Fragezeichen. Scheiß auf den Shop. Ich brauche irgendwann Sonderbonbon. Aber das hier mache ich auch ganz gerne. Das ist ein Iron Ball. Und den Knochen. Der gibt Geld. Kann ich auch einen Sonderbonbon finden? Ich glaube nicht. Ich habe das Spiel super viel in den Diamond and Pearl Remakes gespielt. Mit diesem, oh Gott, da kommt der Boss. Mit dem Mining. Drei Dinge in der Wand. Na toll. Hier ist was. Hier ist noch so ein Knochen. Ich nenne ihn Jochen. Hier ist ein Eisstein oder sowas. An den Nassbrocken für Regen. Ach, knapp. Egal, ein Sternstück gibt eh nur ein bisschen Geld. Und ich bin der offizielle Shop-Denier. Da kämpft ja mit einem Krabbox gegen. Dank. Necrozma? Nein, ich kann hier nicht verlieren. Nicht bis bevor. Oh shit.
Die Necro ist nicht gut gegen den Krosma. Ist jetzt Level 50 oder so. Ne, auch 25, okay. Verteidigung. Und Speed ist gestiegen. Breakout. Prisma Laser, ja, der wird mich one-shotten. Was auch fair ist. Aber der hier ist nicht nur fair, sondern Pferd. Bulldoze und im Speed zu senken. Und nochmal. Pferd der Giga Carry. Wo's Pferd? Ich hoffe, dass das die Welt erfährt. Da ist unser neues Artefakt nützlich. Was macht das Statusattacken nicht treffen? Deswegen hat der Dings gemisst. Mirror Shot auch gemisst. Alter, der hat ja absolut gar keine Chance gegen Pferd, ey. Pferd ist der King. Ach, Thunder, das war das gut bei dir? Der Signal ist für eine Minute verschwunden. Ich war knapp davor, eine Vermisstenanzeige zu erstellen. Okay, jetzt zum Hauptquartier zurück. Kommunikator. Und das ist der, den du suchst. Meine Analyse sagt, dass der Kommunikator einen höherrangigen jemanden. Ne, Krosma ist schuld an allem. Nein, warum verfolgst du? Oh, ich wollte eigentlich weitermachen. Der Run ist so gut. Ich habe alleine ein Pferd bekommen. Pferd ist das beste Pokémon. Wenn man das erste, wenn man das erste Gebiet geschafft hat, geht es danach, glaube ich, recht fix voran. Habe ich gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich schon 8 gemacht habe. Gucken wir erstmal, wieso meine Mission hier steht. Zehn Lightcoins. Und meine Mission ist fertig. Und nochmal 10 Lightcoins. Nice. Dann reporten wir mal zurück zum Commander. Zu spät, wo ist der andere? Yubi Black. Ultra Bestie Schwarz anscheinend. Es ist tiefer im Ultraswert. Jetzt ist es im Ultra-Kraftwerk. Darf jetzt nicht weiter. Oh. Mission Log. Jetzt noch mal 2 Ultra-Bestien in einem Durchgang töten. Hey, ich könnte mir jetzt einen Shiny Solgaleo holen. Habe ich hier wieder eine Mission oder nicht? Nö. Vielleicht ist der Endboss hier auch Ultra Necrozma oder so. Na, ein Reroll Upgrade reicht mir. Mehr Geld oder machen wir mit Beeren? Aber ich kaufe erstmal das Healing Upgrade.
kostet dann 50. Okay, neue Mission. Das macht echt Spaß. Ist ein gutes Fangame bisher. Mal gucken, was wir diesmal bekommen. Ich hoffe, wir bekommen nochmal ein Pferd. Weil Pferd hat gecarried. Necrozma gegen Pferd. Necrozma verliert 100% aller Kämpfe. Werbe Katagami. Nehmen wir mal Voltorb wieder. Nenn ich, Voldi für Arme. Nenn ich Britzel. Weil der schweift dabei, wenn Sprite britzelt. Oder er blitzelt. Ja, ich denke, Starabia ist die einzig richtige Antwort hier wegen Bedroher. Sternchen. Botogel, Mabula oder die anderen? Landsword. Nicht sehr effektive Attacken machen mehr Damage. Last Resort oder Beleber oder Top-Beleber fällt vom Himmel. Das ist schon sehr gut, aber ich glaube, ich gehe nochmal auf Last Resort. Das kann gerade durch das Early Game carryen. Ja, ich nehme wieder Botogel, weil Geschenk ist funny. Humo-Milch. Nice. Pflanze oder Wasser? Ich würde sagen, das eine ist halt Sternchen besser. Aber der hat einen miesen Spezialangriff, der Bursche. Also gehen wir doch lieber zur Pflanze. Und packen Sternchen nach vorne. Yeah! Chimpap! Ach, der macht wieder Grasfeld. Egal, Pflanzen und Tanken können wir nicht viel anhaben als Staravia. Und ich habe ja noch den Bedroher. Wing Attack. Leider heilt mich das Grasfeld nicht, wie es Venegro tut. Und wir haben hier wieder Knapfelsweep. Dicke Knapfelfällen. Seine Verteidigung ist gesteigert. Das ist eine Käferattacke, oder? Aber senkt den Angriff. Ne, senkt den Speed. Bin ich immer noch schneller oder nicht? Toll. Gut gemacht, Botogel. Ja, Botogel Sweep, ich sag's doch ehrlich, der ist nicht mehr das, was er mal war. Never mind, Botogel Sweep. Woo! Punch von Knapfel. Okay. Noch Schaden, danke. Ich wechsle jetzt aus, damit ich keinen Beleber benutzen muss. Sucker Punch geht daneben, perfekt. Botogel? Oh. Botogel könnte echt übel werden für Bosse später. Fällt mir gerade auf. Oh, das war ein Crit. Botogel, komm schon. Oh. Kein Botogel-Sweep. Citrobeere und Full Heal. Und wir haben wieder einen super, einen Special Room. Citrobeere geben wir mal beidem. Den Supertrank können wir auf. Oder was macht die Kumomilch? Item 100. War ich lieber.
Vielleicht sollte ich erst heilen, nachdem ich gesehen habe, was in diesem Raum hier ist, weil nachher ist wieder die Statue. Oh, nein. Ich werde einfach nur gescammt. Wir gehen auf Flug mit Britze. Natu! Donnerwelle auf ein Elektro-Pokémon einsetzen klingt nicht gerade nach der schlauesten Idee. Aber ja, so kann ich meinen Speed buffen, also bin ich fein damit. Durch Beast Boost wird nochmal meine Verteidigung gesteigert. Jetzt bin ich auch schneller als Natu. Swagger ist übel. Flame Charge? Danke. Jetzt one-shotte ich die auch, aber ich muss halt erstmal durchkommen. Aber da meine Verteidigung auch um 2 Stufen gestiegen ist, macht das keinen großen Unterschied, denke ich. Wenn ich mich selbst treffe, meine ich. Warum wird Gewissheit eigentlich nicht verstärkt? Protogel Sweep, woo! Ich mag dieses System mit den Support-Pokémon, das ist super cool. Ich hätte mir auch immer ein offizielles Pokémon Roguelike gewünscht. Ist das Schrunz einfach nicht von Attack Buffs? Warte mal, wo habe ich überhaupt einen Attack Buff her? Ich habe gar keine Attack Buffs, ich bin einfach nur dumm. Ich habe Speed Buffs. Für Nikro habe ich immer Attack Buffs bekommen, deshalb war ich verwirrt. Trank, Dinebären, Trank. Und der erste Zwischenboss. Was haben wir? Ich glaube wieder ein Zwirklop. Ich habe es nur Gewissheit gespammt. Das hat gar nicht mehr mal so viel AP mehr. Ich würde aber mit Sternchen leaden und einfach Bedroher drücken. Ich denke, das ist ein guter Plan. Meine Zwirklapp war ein physischer Angreifer. Doppelteam? Darf jetzt nicht zweimal das gleiche drücken. Das ist fair. Warum trifft er trotz meinem Doppelteam? Euler. Komm schon, Botogel. Ah, es hat keine Wirkung. Was kannst du eigentlich, Botogel? Substitute, alles klar. Botogel? Im Sub wirkt sein Dings nicht mehr. Das ist interessant. Ist das auch im normalen Spiel so? Es kann immer sein. Er hat, glaube ich, nicht mehr genug HP für den Sub. Doch, hat er noch. Der Sub wird aber nicht angezeigt, weil. Buggy. Ich bin sehr verwirrt, wie das mit Sub und Folterknecht funktioniert. Items. Beleber, Dinebären, Beleber. Gib mir Fleckmon. Sleep Room. Okay. Das heilt mich einfach nur, oder was? Okay. Drache oder Käfer? Ich meine, ich hab Sternchen. Oh. Ritze schläft jetzt. I get it. In das Ding hätte ich lieber Britzel vorne. Weil das greift speziell an. Bam 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 ba da ba 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 ba. Und Strutelbutsch senkt halt nur den Spezialangriff. Botogel Sweep, meine Damen und Herren. Botogel macht das hier.
If no one got me, I know Boto Gale got me. Und Verteidigung steigt. Wer macht das Strange zum Vergleich? Ich selber. Verwirrung, komm schon. Die Citrobeere. Werf mich selbst. Body Press, okay. Ja, jetzt bin ich tot. Sternchen! Und Last Resort Buff gibt mir einfach den Omni-Buff. Deswegen wollte ich das haben. Weil das sehr mächtig ist. Das ist das letzte Ledian, okay. Kein Problem, Wing Attack. Trank und zwei Tranks. Mining Room, nice. Oder aber ich muss einen meiner drei Beleber verwenden für Britze. Dann gebe ich dem noch zwei Tränke. Wir können jetzt erstmal meinen gehen. Ich meine ja nur. Wir haben einen Gem. Für Wasserattacken, I guess. Bringt nicht viel. Und so eine Shard. Und noch ein Top-Beleber. Das sind sehr gute... Das ist sehr guter Loot. Vier Dinger gibt's hier sogar. Granitstein, was haben wir unten? Ach so ein Sandsturm-Dings. Ich hab das letzte noch nicht gefunden. Ist das hier unten? Nee. Smooth Rock, Hearthstone und Red Shard. Jetzt sind wir beim Boss. Dagegen habe ich einen Plan, nämlich Funny Feuer Move drücken, weil der vierfach sehr effektiv ist. Mit Britze. Nur Spritze! Spets Attack Buff nur, okay. Screech ist übel. Aber juckt. Das killt nämlich nicht und dann kann ich killen. Ich hätte auch zur Staravia wechseln können. Bedroher, Attack Drop, wieder rein, dies, das, Ananas, aber das hätte nicht viel gebracht. Work up? Oh ja, bitte. Hat Heavy Slam, bitte. Und Funkensprung statt Schockwelle. Weil es ist ein physisches Pokémon. Magnet Rise bitte nicht. Sternchen möchte Notsituation lernen. Klar. Whirlwind 9. Heilung. Weiter zum nächsten Gebiet. Zur Ultra-Tiefsee. Wir bekommen ein neues Teammitglied, Leute. Wuhu! Eier. Es gibt neue Ultra-Bestien scheinbar. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ sein soll. Das sieht ein bisschen super lustig aus. Ball Mushroom. Danke, Botogil. Überlege ich zu rerollen. Ich
Face or Evolve. Ich hab Botogel, ne? 15% Charge zu nutzen, 25% für Stringshot. Recycle und wenn ein Single Hit. Use Pain Split. Oh, das ist halt super gut, aber. Botogel ist halt funny. Aber ich denke, die hier sind besser. Vor allem der hier. Ja, machen wir das hier. Das hier reroll ich. Oh, und wie gut, dass ich rerollt habe. Oh, nehmen wir Pelzebub oder Weiterentwicklung, Vorentwicklung von Katapultra? Ich weiß gerade den Namen nicht. Weder Deutsch noch Englisch. Katapultra. Fandra. Radikal ist natürlich auch gut. Was haben wir denn gerade im Team? Wir haben Normalflug und Elektro. Was passt denn gut zu Normalflug und Elektro? Ich denke tatsächlich der hier. Ich nenne dich Grimm. Du bist Gremlin. Fragezeichen. Gambling! Und weiter? Was muss ich jetzt machen? Hier wird zwei. Hier jeweils eine. Was ist eigentlich das 07 und 06 da? Wie viele Münzen da wahrscheinlich sind. Der Bahn insgesamt. Hier ist 1-1, hier sind 2. Eins, eins ist für mich am sichersten. Ja. Schade. $0 bekommen. Gift oder Psycho? Was kann der eigentlich? Screens? Ah, toll, nur Unlicht-Moves. Sehr enttäuschend. Egal, dann ist Psycho wohl die Optimalwahl hierfür. Mit den Pokémon im letzten Run waren wir da deutlich besser dran. Kirlia ist sehr stark gewesen für die erste Ebene. Assurance. Nose. Und Sucker Punch. Tantimos. Oh Gott. Fake hier. Setzt er ein. Oder Focus Punch einsetzen. Ja. Out. Der Crit mit dem Pain Split war huge. Assurance bitte. Falls ihr das nochmal macht. Und nochmal. Ja, das ist jetzt recht egal. Gremlin hat keine guten Moves leider. Pokémon Roguelike, wieso nicht Gungeon Roguelike? Ich habe Enter the Gungeon schon durchgespielt. Das ist meine Antwort darauf. Flame Charge? Pokémon Roguelike, but I have a gun, kommt als nächstes dann. Ich bin kein großer Rosanna-Fan, das Ding ist funny. Klingt sick. Gen 1 Pokémon, die sich alle denselben Ruf teilen, be like. Lepperberry, Hyper Potion. Fragezeichen, Item Trader Room.
Okay. Eine Zitrobeere machen. Und Topbeleber holen. Das Ganze auch wieder zurücktauschen. Ja. Erstmal aufheilen. Übertrank auf Gremlin. Die Kumumilch noch für Britzel. Ich habe einen Sinelbeeren. Eine kann ich geben. Dann tausche ich dann noch für eine. Zitrobeere. Oder nein. Das da muss ich zweimal machen. Jetzt kann ich dir noch ein paar Zitrobeeren zum Tragen geben. Ritzel und Gremlin. Ich bin gespannt, was hier der Zwischenboss sein wird. Relikant. Das denke ich Britzel am besten, aber ich gehe erstmal mit Sternchen rein für den Intimidate-Drop. Bedroher ist der nämlich leider sehr broken. Bam, 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 bam. Hallöchen, Bruder Nito, habe ich gar nicht. Ich habe nur die Chat-Nachricht gelesen. Hab dich gar nicht persönlich begrüßt. Wie das ein aller echter Hase machen würde. Pain Split ballert natürlich. Substitute. Ja gut. Ergibt Sinn. Dann machen wir jetzt mit Britze, Spark. Der Omni-Boost, aber natürlich. Oh, mein Speed wird gesenkt. Wer war nochmal die Hasen? Ich spreche kein Aporek. Der aller echte Hase, Digga. Man, der Kampf lief mies. Wer hätte gedacht, dass mein Fluch-Pokémon nicht gut gegen ein Gesteins-Pokémon ist? Also ich nicht. Supertrank, Sinelbeeren und Beleber. Perfekt. Beleber machen wir direkt auf Sternchen. Habe ich zwei Supertränke, einen hier. Ah, das war sehr dumm. Machen wir das hier. Boden oder Drache? Ich glaube, wir gehen sogar Drache hier mit dem Setup, weil gegen Boden haben wir nichts. Außer eine Immunität. Gegen Drache haben wir Gremlin, der dagegen immun ist. Und Sternchen, der Attack droppen kann. Welche Hasen meintest du eigentlich? Wann habe ich gerade was von Hasen erwähnt? Wing Attack. Bitte habt nicht Rough Skin. So viel dazu. Rocky Helmet. Ach komm. Ja, mach mir Schaden damit. Ich gewinne trotzdem. Oder wir verlieren einfach beide. Das geht auch. Hast du nicht etwas von wie ein echter Hase gesagt? Kann sein. Ich vergesse nach 2 Sekunden, was ich gesagt habe oftmals. Jetzt haben wir noch Knaxel, oh Gott. Donnerzahn, sehr gut. Workup. Wie OP ist bitte denn sein Togedemaru-Support? Er macht ja alles. Sub, oh Gott. Aber er subtriggert Rough Skin nicht, oder? Naja. Sind auch 2 Hits, oh Gott. Wie viel Damage will...
What the fuck? Die kann man ja nicht überleben. Faktisch gesehen nicht. Also wenn ich einen Special Attacker hätte, schon, aber... Special Attacker überbewertet. Alter, meine Pokémon sind physisch. Haben wir jetzt noch einen Kaumann oder einen Knackse? Nee, ein Shadrago. Aber ich bekomme einen Omni-Boost. Auch Rough Skin, auch mit Togedemaru. Und Boyen. Nee, bei dem ist nur Boyenhelm da. Ja, das war der Run. Wir haben morgen mit einer Spezialsoftware das VOD durchsuchen. Was für eine Spezialsoftware jetzt schon wieder. Außerdem ist es völlig egal. Du kannst doch einfach ein Twitch-VOD jetzt auf die Stelle zurückspulen. Egal, das Shadrago war auf jeden Fall definitiv ein Shadrago. So viel kann man sagen. Mein Spiel ist gecrashed. Hallo? Bin ich noch da? Okay, ich muss jetzt zum Head Secretary gehen. Dafür bin ich zu faul. Und meinen Freunden Besuch abstatten. Hey, Kumpel. Über mich zu lachen wie die anderen. Ich weiß, was du denkst. Das war ziemlich dumm, korrekt. Ich hab das 1 Million Mal vom Commander gehört. Das ist das erste Mal, dass ich hier so war. Ich erinnere, das erste Mal war es gestern. Mein Vater ist direkt von einer Mission zurückgekehrt. Und wurde hier mit lebensbedrohlichen Verletzungen eingeliefert. Der Commander hat ihm jede Nacht einen Besuch abgestattet. Und Nacht, als er eingeschlafen ist, im Stuhl, neben dem Bett, ist sein Vater einfach abgehauen, während er hier geschlafen hat. Und er hasst jetzt den Commander deswegen, weil er ihn nicht aufgehalten hat. Und Lutranikrosma hat den Kommunikator seines Vaters genommen. Wild. Er glaubt, dass sein Vater zurückkommt. Er will, dass wir das machen. Also eine Crossma besiegen. Hi. Research Lab. Ja, aber dass ich wahrscheinlich eine bestimmte Ultra-Bestie besiege und du da willst, dass ich einen Support-Pokémon entwickle. Alles klar. Wir machen, glaube ich, noch einen Run und dann beende ich den Stream für heute. Ich muss zum Head Secretary gehen. Ist der bei Black im Office? Ja. Da bist du ja 800. Ich muss sagen, du bist beige? Was heißt, egal. Du bist krasser als ich dachte. The Chairwoman of the Ultra Recon Squad. Chartreuse.
Commander, Ma'am und sowas alles. Okay, Ma'am. Ich muss jetzt dringend eine Ultra-Bestie in dem Dschungel da machen. Und ich darf auf gar keinen Fall zum Dings gehen. Okay. Zum Ultra-Kraftwerk. Dann gehen wir jetzt wohl noch einen Run machen. Erstmal, nein, ich will kein Reroll-Upgrade. Gib mir das Money-Upgrade, dann lohnt es sich vielleicht auch mal zum Shop zu gehen. Also dann, letzter Run für heute, let's go! Ich mag, dass es einfach Ken ist, dass jeder mit einem Solgaleo oder Lunala rumläuft. So als wäre es das Normalste der Welt. Mosquito wieder, okay. Retrobeere, Sinelbeeren, Supertrank und Beleber. Danke sehr. Starterpaket. Wir nehmen wieder Venikro bei der Ansammlung. Und wenn wir einen Fleckmann finden, ganz wichtig, den zu einem, Drachen. Was wollte ich sagen? Egal. Wir haben Hokumil, Castador und der Kollege da. Ich will, wobei Castador ist sehr gut. Mobile nicht unbedingt. Mobile kann auch gut sein. Aber Castador ist besser. Incognito, Teach Hidden Power, 20% für einen Random Typ Hidden Power, nachdem man einen Normal- oder Psycho-Move gemacht hat. 10%, dass der eigene Move zu einem Random Typ wird. Deine Kraftreserve ist 50% mehr powerful und will immer zu einem Random Typen werden. Beat Up? Beat Up wird halt nur mächtiger, je länger der Run dauert, aber Knospi ist zu gut. Das kann ich nicht einfach nicht nehmen. Du Turzelkanne? Yo. Missing now. Randomize alle Pokémon. Das ist funny. Sind die jetzt schon gerandomized? Nö. Der Space, der Total, das ist similar. Ingrain und Pin Missile und Metallklaue. Na toll, da habe ich ja nicht viel Gutes für Wasser-Pokémon. Egal. Sido kann Normal-Pokémon, denke ich, ganz gut wallen. Vor allem, wenn sie noch Fee-Typen sind. Los, Sido! Durch Knospi trifft meine Metallklaue jetzt garantiert. Stahl-Pokémon sind sehr gut hier, glaube ich. Gehen wir auf Pin-Missile bei dem Ding. Denkt ihr, senkt meine Spezialverteidigung? Ja. Und ich habe Iron Barbs. Nice. Eulenhelm wäre jetzt gut. Oder Togedemaru. Denkt Kitzel nicht meinen Angriff? Ja, und Verteidigung. Stockwelle macht einfach gar nichts, trotz dessen, dass alle meine Werte gefühlt nicht mehr existent sind.
Sido macht das schon. Und jetzt wechsle ich zu Pulse, weil meine Werte zu sehr gesenkt sind. Pluck. Weil sehr effektiv. Och nö. Mein schöner Speedstat. Wenn auch Baby Dollar ist, wirklich. Deswegen greife ich jetzt speziell an, auch wenn es absolut keinen Unterschied mehr macht bei der HP-Anzahl. Achso, dann haben wir Pummeluff besiegt. Oh nein, nicht Pummeluff. Citrobeere und Citrobeere. Nett. Fragezeichen. Gib mir einen Demon Fountain. Okay, cool. Pulse ist nicht ganz geheilt, aber das ist, denke ich, recht egal, I guess. Grinder Room, Input and Item. Digiberry. Braucht mehr Items. Okay. Oshoberry. Water Gem. Das klingt nicht sehr sinnvoll. Jetzt kommt der Zwischenboss. Zwerglob, oh Gott. Nehmen wir mal wieder Citrobeeren. Nein. Auf Cido. Ich habe schon eine Taktik hierfür. Einfach, wir nehmen Cido, machen Verwurzler und dann drücken wir Attacken. Bombenfest. Ja, vor sowas hatte ich Angst ungefähr. Macht der Härtner, damit wir mehr tanken. Und Metallklaue. Toll, er will auch stallen. Nochmal Härtner. Die Probierer geklaut. Nicht gut. Ach, er ist immer noch hinter einem Sub. Toll. Das ist sehr gut, damit Pin-Missile trifft. Komm schon. Crit. Sonst mache ich nie Schaden. Wow. Ich will Substitute. Da kommt Leech Life. Oh Gott. Das ist anstrengend. Zwei defensive Tanks, die am Stallen sind, gegeneinander. Bin ich noch von Torment betroffen? Ja, natürlich. Hör auf damit! Einen Hit überlebe ich noch. Und sterbe ich jetzt halt. Ich reiße dich mit in den Tod. Ist, denke ich, das Sinnvollste hier, weil ich habe
Weil der Beleber heilt halt eine Menge. Beleber plus Supertrank, den ich gehofft habe hier zu bekommen, ist halt eine gute Kombo. Ehrenraum. Nice. Das sind definitiv Bären. Die wollen mir hier doch nicht deinen Bären aufbinden, oder? Supertrank. So. Besser gegen Kampf oder gegen... Ne, macht beides keinen Unterschied. Wir nehmen dich mit zu den Drachen. Kroldra! Bolz hat leider noch keinen Drachen-Move hier. Die Stats sind sehr ausgeglichen mit Angriff und Spezialangriff. Grudge, was macht das? Oh, Clear Body. Das ist was, wenn ich besiege? Neubad. Oh, keine AP mehr, I get it. Ja, machen wir das hier. Superzahn? Ach komm, das ist eklig. Gönn doch Spätzdev drauf. Oder wenn du krass bist, gönn Spätzdev Drip. Ich will eh kaum eine Rolle, ich muss eh noch zum Boss kommen und dann da dreimal Pflücker drücken, dann habe ich gewonnen. Hier ist noch ein Kroldra. Dagegen habe ich jetzt nichts mehr wirklich. Disable, okay. Ah, ich hab's vergiftet, also alles gut. Infestation ist natürlich übel. Gehen wir dafür auf. Ich kann nicht auswechseln durch Infestation, ha? Huh? Clever. Ach, ist disabled. Twin Needle. Und sie einfach gleich ein Beleber, macht ja keinen Unterschied. Ja, ich werde ja auch gleich ganz konfus. Oder ich brauche einfach nicht mal einen Beleber. Das geht natürlich auch, indem ich einfach durch Skill einfach gewinne. Einfach. Habe ich schon einfach erwähnt? Dinelbeeren, Supertrank und Supertrank. Job. Was sagt Jean? Verwirrt den... Okay. Black Sludge brauche ich. Muscle Band. Was noch mal mein anderes Pokémon? Castadur. Wenn ihr einen Rocky Helmet oder so, wäre es ganz gut. Charde Mystical Fire. Spikes? Oh, bringt nicht viel für Bosskämpfe, aber Spikes ist natürlich wild. Nun kommt jetzt erstmal den Black Sludge. Natürlich alles gut, aber ich habe keine Feuer-Pokémon, die davon Gebrauch machen können. Oh, ich glaube, Venigro könnte das sogar lernen. Warte mal. 150 nur? Leber gibt viel. Dinelbeeren nicht. Nimm mal einen Supertrank. Und den Beleber. Dann kaufe ich Hitzewelle. Okay, nein, kann hier nichts gelernt werden. Oder kann Fireblast gelernt werden? Nein. Schade. Der Chat OBS funktioniert übrigens gerade nicht. Warum das denn?
spiele nicht über mein OBS-Fenster, deswegen sehe ich das nicht, wenn es aufhört zu funktionieren. Wir sind auf jeden Fall beim Boss, das heißt, wir machen kurz. Ja, Pulse ist schon vorne. Schreib mal was in den Chat. Aber warum geht er jetzt gerade nicht? Ich bin verwirrt. Test. Doch, geht wieder. Ach ja, ich habe ja keine AP mehr auf Flück. Oh. Setz ruhig Strutelbooch ein, das ist mir recht egal. Glücker. Hui. Smackdown, okay. Jetzt dürfte er wieder gehen, aber ich habe keine Ahnung, was das Problem war. Noch ein Strutelbooch. Im Endeffekt hat er angefangen, mich zu hassen. Würde es ihm nicht verübeln. Hass ist so ein starkes Wort, Digga. Aber ich schwöre, die hat mich gehasst, Digga. Merkt man, dass heute ein Mimi-Entschuldigungsvideo rauskam und dass ich deswegen sehr viel ApoRed zitiere. Es gibt einfach keinen größeren Clown als ApoRed, das ist so funny. Das Mimi-Video habe ich noch nicht gesehen. Ich habe schon vor dem Stream angeguckt. War sehr wild. Charm, nein. Flash Cannon. Ich wünschte, ich würde seine Stats sehen. Was sind die Stats von Castador? Castador. Hat einen miesen Spezialangriff. Wow. Also tschüss, Härtner. Eisenschädel. Jetzt haben wir doch meine gute Attacke. Heil mich bitte und weiter geht's. Dann bekomme ich vielleicht endlich ein Pokémon, was auch was drauf hat. Wann entwickelt sich Castador eigentlich? Ich glaube Level 40 oder so. Das ist ein Einheit-Pokémon. Wahrscheinlich ist es Level 53. 40. Exakt sogar. Truppalala, das ist ein neues Pokémon. Vor dem Stream war ich nicht zu Hause. Als ich zu Hause war, habe ich die Twitch-Benachrichtigung gesehen. Wild. Sending Light Packages. Let's go. 33% to burn Attackers on Contact. Das ist sehr gut, aber ich will entwickeln. Noch höhere Chance auf Sweet Send. Ja, die Entscheidung hier fällt mir sehr schwer, was ich nehmen will. Also. Zweite Stahl-Pokémon, aber juckt. Ich liebe Magnetilo. Komm im Team Cyclops. 33% für eine Citrobeere nach jedem Kampf. Ist sehr gut. Das iPad ist nicht gut. Ich will rerollen. Machen wir das hier. Das ist alles nicht so das Wahre. Gib mir endlich einen Sonderbonbon. Jetzt wieder Sonnenteil. Nimm eine Sinelbeere. Hab doch so 100 Beeren, die kein Schwein braucht. Die kann ich alle mal. Nein, nicht du. Du wärst wichtig gewesen. Hm. Sternstaub, okay. Haben wir nochmal ein paar Beeren rein? Die ganzen sehr effektiv Beeren will ich nicht, weil die Pokémon haben ja teilweise sehr random Moves. Dinelbeere. Dinelbeere. Freshwater. Ja, damit kann ich leben, I guess.
Pflanze. Gehen wir zur Pflanze. Ich habe ein Gift-Pokémon. Elfhuhn schon wieder. Woo! Wir haben hier sehr viel Elfhuhn mit allen zusammen. Whimsicott! Leech Seed. Bitte One-Shotte. Danke. Vierfach Schwäche regelt. Speed Buff? Sonflora. Machen wir Twin Needle, I guess. Ich sollte wohl am besten austauschen. Vor allem jetzt, wo er vergiftet ist. Weather Ball. Ding hat bestimmt Sonntag drauf oder so. Gegen Weatherball ist sind Cyclops und Sido beide gut. Sido hat aber eine sehr effektive Attacke. Ich muss mal gucken, was man mit Kilo drauf hat. Giga Stoß einfach. Das ist wild. Aber macht ihm am Ende mehr Schaden als mir. Pin Missile. Nice. Bam, bam. Und jetzt haben wir noch ein Kino so. Dann haben wir da auch eine Pin Missile drauf. Das hat Sonntag, was Sinn ergibt, wenn man seine Fähigkeit bedenkt. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Noch nicht Sonntag. Komm, hitte fünfmal. Enttäuschend. Eisenschädel. Der hat doch keine Feuerattacke. Nie im Leben hat der eine Feuerattacke. Draining Kiss. Das heilt ihn nicht mal, weil meine Attacke ihn schon früher killt. Tschüss, Elfhuhn. Zitrobeere. Supertrank. Und Zitrobeere. Gift und Gestein. Gift ist die bessere Wahl wahrscheinlich für mein Team. Anorid. Kann ich Cyclops reinsetzen? Was kannst du eigentlich? Elektroball. Ja, das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Den HP heilen. Dann kommt die Zitrobeere noch drauf. Anorid ist da. Anorid? Kann sein, dass mein Internet für eine Sekunde oder so eben weg war, weil ich habe 101 verworfene Frames. Vielleicht wurde dann die Verbindung zu Tippy gekappt. Bin ich schneller? Wenn ja, macht das eine Menge Schaden. Okay, nein. Ich hätte auf Bark gehen sollen. Und Alter, was ballert dieses Anorid? Ach ja, das Ding ist ja kein Wasser-Pokémon. Ich bin nur sehr dumm. Goldschere ballert aber. Ach, wegen Lebenorb. Da gab es einen Lag, ja, aber ich dachte, das würde an mir liegen. Nee, war meine Schuld. Komm schon, ich bin aber wohl schneller als Galapafloss, oder? Danke. Dann haben wir noch Amarino. Marino? Wenn ich schneller bin, killt Gyroball wegen Vierfachschwäche. Betonung liegt halt auf wenn. Sido hat aber auch Stahlattacken. Wieso ist Sido schneller als Magnetilo? Ich bin verwirrt. Oder greift Gyroball immer zuletzt an? Das ist die Lore.
Hab ich eigentlich noch einen Beleber? Nö, ich glaube, den habe ich verschwendet. Beziehungsweise verkauft. Naja, wird schon schief gehen. Reli kann schon wieder. Oh Gott. Der resistet ja leider. Dings. Body Press, au, Crit, mhm, ja. Ja, gut, das war ein Run. Ja, das kann man so behaupten. Hohe Nadel für die Vergiftung vielleicht noch. Welche Vergiftung bekommen, haben wir noch eine Chance. Skull Bash. Achso, die von Shiggy, die Attacke. Über der Turtok. Ich glaube, Pikachu hat die auch. Uiuiui. Ich würde sagen, sieht nicht gut aus gerade. Ja, der Body Press killt noch nicht. Hater würden sagen, das war's jetzt. Ich könnte gegenheilen, aber das wäre auch wirklich nur sinnvoll, wenn ich ihn wirklich verdingst hätte. Vergiftet. Wäre jetzt giga funny, wenn er einen Omni-Boost bekommt. Oh. Ja, gegen Heilen bringt nichts. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Stream. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir werden das hier noch weiterspielen. Ich bin nämlich doch sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Story und so. Also dann, war nett, denke ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir mit, ich hab den Namen vom Spiel vergessen. Pokémon Ultra Light heißt es. Wegen Ultra Space und Roguelite, I guess. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Fortnite 3. It's Fortnite in Time. Bis dann und... Ciao, dann bis in ein paar Monaten. Yeah, gleich geht's los. Bis dann und...